einen gesegneten Morgen, liebe Geschwister. Ich wünsche dir ganz warme Grüße. Halleluja, oh Jesu Namen. Danke, dass du da bist. Wie schön, dass wir den Tag mit dem Herrn beginnen dürfen, seiner Gnade zu wissen, er ist mit uns. Wir dürfen seiner Gnade gehen. Wir dürfen in dieser Fülle gehen, wo er uns führt, in Kraft und in Wahrheit. Und beten wir jetzt, dass du findest Micha. Micha Kapitel 7, Vers 7. Und wenn du in diese Uhrzeit Micha findest, kannst du dir sicher sein, du bist voll des Heiligen Geistes. Oh, Gloria. Micha 7, Vers 7. Amen. Ich aber will auf den Herrn schauen und auf den Gott meines Heils hoffen. Mein Gott wird mich hören. Vater, wir danken dir, Herr, für diesen gesegneten Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du immer bei uns bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dir es gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Herr, was für einen wunderbaren Gott haben wir. Führ uns jetzt in deinem Wort, Herr. Herr, dass wir möchten unser Herz öffnen, damit du wirken möchtest, Herr. Erneuern, kräftigen, Herr. Wie schön, dass wir in deiner Gnade gehen. Du bist der Gott, der uns führt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Wir leben in einer sehr turbulenten Zeit. Einer Zeit, wo so viele Dinge anders geworden sind, dass wir oft vorsichtig sein müssen, wo wir unsere Augen hinrichten, auf was wir schauen, wohin wir schauen. Und hier kommt Micha und die Situation war auch familiär kompliziert. Wenn man Vers 6 schaut, denn der Sohn verachtet den Vater, die Tochter widersetzt sich der Mutter, die Schwiegertochter der Schwiegermutter und die Feinde des Menschen sind seine eigenen Hausgenossen. Scheinbar hat sich das in den letzten tausenden Jahren nicht sehr verändert. In Vers 5 vorne geht es noch schlimmer. Niemand glaubt seinem Nächsten, niemand verlässt sich auf seinen Freund. Hüte deine Zunge vor der, die in deinen Armen schläft. Scheinbar ist das schon seit Beginn der Menschheit, oder besser gesagt, seitdem der Mann in der DNA Adams ist, dass wir nicht richtig schauen können. Dass wir unsere Augen nicht richtig richten. Und oft vergessen wir, da wo Gott in unserem Leben hineinbringt, wo wir in der Gnade Gottes gehen dürfen. Die Bibel fordert uns an vielen Stellen auf, unsere geistige und geistliche Augen auf den Herrn Jesus zu richten. Und das nicht ohne Grund. Je mehr wir auf dem Herrn sehen, desto weniger sehen wir auf uns selbst. Und wenn wir viel auf uns selbst sehen, fangen wir an, in Depression zu gehen. Je größer wir den Herrn sehen, desto kleiner sehen wir uns selbst. Zudem führt die Betrachtung seiner Herrlichkeit dazu, dass wir verwandelt werden in dasselbe Bild, in seiner Herrlichkeit, sagt uns der Apostel. Wir haben diese Zusagen Gottes, wir dürfen seiner Gnade gehen und er ist der Gott, der uns führt. Und der Apostel Paulus, er bringt es so wunderbar auf den Punkt, in 2. Korinther Kapitel 3 sagt er Vers 18, wir alle aber sehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wir, die wir hier auf diesem Planeten leben, wir haben sehr begrenzte Fähigkeiten in Bezug auf Wahrnehmung des Übernatürlichen. Wir nehmen das wahr, was unser Körper in unser dreidimensionelles irdisches Dasein wahrnimmt, aber wir merken oft gar nicht, wie viel Segen, wie viel Kraft, wie viel Freude, wie viel Ermutigung vom Thron der Gnade kommt, wenn wir zulassen, dass Gott uns führt. Es gibt sehr viele Stürme des Lebens. Und wir merken oft gar nicht, dass wir diese Stürme, desto mehr ausgesetzt sind, desto weniger wir auf Jesus schauen. Wenn wir auf Jesus schauen, das befestigt uns und es gibt uns Kraft, dass wir in der Liebe Gottes gehen, dass wir in der Gnade Gottes sehen. Jemand sagt dir mal, wenn ich in sich hineinschauen, macht depressiv. Um sich herumschauen, macht verwirrt. Aber nach oben schauen bedeutet niemand anders sehen als Jesus allein. Und wie sind wir doch so gesegnet? Ich denke immer, wir, die heutige Generation, wir haben so viel, wir haben schon das Wort. Das Kreuz von Golgatha ist schon ein vollbrachtes Werk. Wir haben schon die Zusagen Gottes, der Heilige Geist wurde schon ausgegossen. Und wir sind die Generation, die die Erkenntnis bekommen, dass wir in dieser Wiederkunft Christi diese Generation noch erleben wird, wo Gott sein Werk vollendet. Und ich sehe immer wiederum, dass die Bibel zeigt uns in verschiedenen Stellen, dass wir auf Jesus schauen. Solange Petrus auf Jesus schaute, ging es voran, konnte auf dem Wasser bleiben. Aber die Stürme der Zeit, sie werden immer lauter. Und die ganze Flut der Wellen wird immer intensiver. Und alle Hurrikane und alle Tornados, die drohen uns so sehr,
dass wir in Gefahr sind, unser Thema unseres Gespräches nur darum zu gehen, wie schlimm es ist, wie herausfordernd das ist. Ich staune die Gemeinde, die Urgemeinde, die so verfolgt wurde, die so unterdrückt wurde, die so gefoltert wurde, die festgenommen wurde, die gemartert wurde. Und trotzdem ihre Augen waren auf Jesus gerichtet. Das Wort sprach von Liebe, das Wort sprach von Gnade. Die Briefe der Apostel sind über die Freude am Herrn. Selten ist da irgendein Leid, Klagen oder eine Herausforderung oder eine Anklage über die Regierung, sondern ihre Augen waren auf Jesus gerichtet. Auf Jesus. Und wenn wir die Augen auf Jesus richten, das Erste, was es uns zeigt, das ist die Errettung. Die Errettung. Wir haben in 4. Mose 21, da war das schon die erste Ankündigung. Die Bibel sagt uns, da war die Schlange erhoben, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Da hat Gott schon die erste Verheißung gezeigt, was Jesus am Kreuz geschehen würde. Er würde die ganze Sünde, er würde den ganzen Gift der Welt auf sich nehmen. Und so im alten Bund in der Wüste hat Gott gezeigt, eine Schlange erhoben. Und jeder, der von der Schlange gebissen wurde, auf der Schlange zeigt. Wir, die wir von der Schlange gebissen wurden, wir, die wir in sündhafter Welt sind, wir schauen auf Jesus, der diese Sünde auf sich nahm. Er wurde für uns Sünde. Und das bringt uns die Errettung, wenn wir auf Jesus schauen. In Johannes Kapitel 3 erklärt der Herr diesen Text. Da wisst ihr doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Wir haben die größte Zusage Gottes um das wichtigste Ereignis. Es ist die Errettung. Und oft, wir auf dieser Welt, wir können die Dimension dieses Ereignisses nicht richtig einschätzen, sonst würden wir nicht aufhören, den anderen Menschen da in diesem Boot hineinzubringen, sie in den Seil zu werfen, diese Not zu zeigen und sie einladen, nach Jesus zu kommen. Jesus hat uns diese Verheißung gegeben, er schenkt uns diese Gnade und er ist der Gott, der uns führt, er ist der Gott, der uns die Kraft schenkt. Das Erste, was passiert, ist die Errettung. Wenn wir unsere Augen auf Jesus schauen, ist die Herrlichkeit dieser Errettung. Was anderes aber auch ist Hilfe und Beistand. Wir sind oft in Situationen, wo wir sehr dringlich erfahren möchten, Errettung, Hilfe, Beistand. Wir müssen unsere Augen auf den Herrn richten. In 2. Chronik 20, Vers 12, da ist eine große Unterdrückung. Am Ende von Vers 12 sagt er, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. Wenn wir unsere Augen nach Jesus, wenn sie unsere Augen auf Jesus, wenn unser Blick auf Jesus gerichtet ist, dieser Blick, wo du weißt, in welcher Gnade, in welcher Hinsicht, wo du hineingehst, da fängt Gott an, Neues zu wirken. Da schenkt er uns die Kraft. Wir dürfen in seiner Gnade gehen. Aber einer der größten Ereignisse, größte Eigenschaft, die ein Christ hat oder haben sollte, ist Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, sagen wir immer. Und die Bibel sagt, daran wird jedermann erkennen, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht, dass wir in Zungen reden, nicht, dass wir prophetische Reden haben, nicht, dass wir große Kraft haben, nicht, dass wir powerful sind, nicht, dass unsere Augen glänzen, sondern wenn wir Liebe untereinander haben. Und die Bibel sagt, dass durch den Heiligen Geist ist die Liebe in unseren Herzen ausgegossen. Wir sind fähig zu lieben, selbst in den widerspenstigsten Situationen unseres Lebens. In Apostelgeschichte 7, Vers 55, spricht über Stephanus. Er aber voll des Heiligen Geistes sah auf den Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Geschwister, wenn wir mit Augen voller Hoffnung zu Jesus schauen, dann sehen wir, durch die Gnade, die sein Geist uns in seinen Worten sehen wir Jesus, wie er wirklich ist. Die Welt versucht alles zu vertuschen. Die Welt versucht den großen Anteil auf das Irdische, auf das Seelische, auf das Gefühlsleben. Und die Bibel sagt, die Welt liegt am Argen. Aber wenn wir auf Jesus schauen, beginnt Freude. Wenn wir auf das Wort achten, beginnt Freude. Auf einmal wirst du mit einer Freude erfüllt, unabhängig in welchem Zustand sich deine Finanzen,
sich deine Familie, sich deine Ehe, sich deine Kinder halten. Denn unsere Freude kommt vom Herrn, unsere Freude ist vom Herrn und es ist die Freude vom Herrn, die Freude des Herrn, die uns stärkt, wo wir in seiner Gnade gehen dürfen. Oft vergessen wir. Wir vergessen, in Psalm 34 sagt der Vers 5, welche auf ihn sehen, die werden erquickt und ihr Angesicht wird nicht zu Schande. Auf wem schaust du? Auf wem blickst du? Wer ist dein Vorbild? Wem achten wir? Wir merken oft gar nicht, wie sehr die Unterhaltungsindustrie uns gefangen hält. Wie sehr wir zulassen, wir brauchen den Abend ausklingen lassen mit etwas Kuscheliges, mit etwas Angenehmes, mit etwas Seliges, einen schönen warmen Kakao, einen schönen Tee am Abend, ein schönes Gemütliches. Wir merken gar nicht, wie sehr wir zugelassen haben, dass die Verheißung, die Gott uns gibt, dass wir sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Gott schenkt uns diese Gnade, er schenkt uns diese Kraft. Wir dürfen in seiner Liebe gehen und er hat diese Verheißung in unserem Leben. Er möchte, dass wir als Kinder Gottes und einer der größten Eigenschaften, die sich äußern, wenn wir auf Jesus schauen, ist unser Zeugnis. Auf einmal fängst du an, Zeugnis von Jesus zu geben, weil das, was dein Herz voll ist, das geht den Mund über. Und wenn du anfängst, voll von Jesus zu sein, durch sein Wort, durch seine Gnade, durch seine Liebe, fängst du an, dieses Zeugnis. In Johannes sagt er in Kapitel 1, Vers 36, und als er Jesus gehen sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Johannes der Täufer, er hatte eine große Verheißung in seinem Leben. Aber er wusste, es war etwas, was größer war. Das war Jesus. Und Jesus hat groß von Johannes gesprochen, wo Johannes kam und fragte, horch mal, es ist mir etwas geschehen. Bist du es, der da kommen soll? Sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt, schaut, was geschieht. Kranke werden geheilt, Tote auferweckt. Und wo seine Boten weg sind, dann sagt er, nicht zu Johannes, er sagt das zu den Menschen. Es ist nie ein Mensch größer geworden als Johannes. Oft merken wir gar nicht, wie groß der Einfluss ist. Johannes dort bekam das nicht mit. Johannes ging es im Glauben. Jesus sagte es zu dem Volk, aber zu Johannes sagte er es nicht. Oft erfahren wir gar nicht, was für großen Segen, was für große Ergebnisse wir im Herrn haben. Aber wir handeln im Glauben. Und unsere Hoffnung ist ein Zusatz von dem, was Gott in unserem Leben tut. Er möchte uns führen, er möchte uns leiten. Er möchte, dass wir erkennen in seiner Gnade, dass wir keine Angst haben brauchen. In Hebräer Kapitel 3 sagt er Vers 1, derhalben ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, nehmet wahr des Apostels und hohen Priester, den wir bekennen, Christus Jesus. Eine andere Übersetzung, schaut auf Christus Jesus. Wir sind sehr oft geneigt, dass wir in den Umständen auf irdische, auf menschliche, auf tridimensionelle Eigenschaften erachten von Maßstäben, die wir mit unseren Sinnen erfassen können. Ich möchte sagen, Gott ist so groß, du kannst ihn nicht erfassen. Gott ist so groß, kein menschliches Werkzeug wird ihn erfassen können. Der größte Traum jedes Christen ist, beweisen können, dass Gott existiert. Ich möchte sagen, wir werden es mit menschlichen Maßstäben, Werkzeugen Gottes Anwesenheit nicht ergreifen können. Er ist größer, er ist tiefer, er ist viel mehr und hauptsächlich viel mehr in diesem, was wir in Gott haben. Wir als Christen, was wir brauchen, damit wir bestehen können, ist Kraft. Oft sind so viele kraftlose Christen, nicht wahr? Sie wissen, sie sind errettet, sie werden auch im Himmel kommen, aber hier auf Erden ist das Dasein oft so schwach, so mangelhaft, werden bestürmt von Umständen, von Beziehungen, wo der Ehepartner nicht mitzieht, wo die Kinder nicht achtsam sein wollen, wo die Arbeitsstelle oft herausfordernd ist. Und wenn wir aber in dieser Kraft, in Hebräer 2, Vers 9, sagt er, den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel Jesus, sehen wir durchs Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre, auf das der von Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Wir haben in Christus Jesus, wenn wir wirklich wüssten, wer wir sind, wenn wir erkennen würden, was wir haben, wenn wir es erfassen konnten, wie viel uns geschenkt wurde, und wenn du wüsstest, wie viel die Hölle zittert, wenn du auf die Straße gehst, wie sehr der Feind Angst hat vor dir, weil Gott in dir ist, was für Macht wir haben in der unsichtbaren Welt, um die Dämonen wirklich wegzuschicken, um Kranken zu heilen, um Menschen zu ermutigen, würden wir ganz anders gehen. Wir würden in ein Selbstbewusstsein gehen, aber oft fühlen wir uns so wie Johannes der Täufer im Gefängnis. Wir denken eigentlich, hat sich's gelohnt?
Hat es was gebracht? Aber wenn wir mit Gottes Augen die Aussagen Jesu sehen, er ist der, der uns führt. Er ist der Gott, der uns Neues wird. Er schenkt uns diese Kraft. Wir brauchen Stärkung auch in unserem Alltag. In Hebräer Kapitel 12 sagt er, Vers 2, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher da er wohl hätte, möge Freude haben. Aber er duldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zu Rechten auf dem Stuhl Gottes. Gedenke an den, der solchen Widersprechen von den Sünden wider sich erduldet hat, dass ihr nicht mit euren Mut matt werdet und ablasset. Mutlosigkeit ist etwas, was kommt immer wieder. Immer wieder musst du dagegen kämpfen, immer wieder musst du auftreten. Aber die Bibel zeigt uns, dass wir, wenn wir uns in dieser Stärke, wenn wir uns in der Gnade, und eines als letztes, was ich am größten sehe und einer der größten Bedürfnisse, die wir haben, wenn du auf Jesus schaust, dann kommt so von selbst eine Anbetung, ein Lobpreis, dass wir dem Herrn in der Gnade, dass wir in seiner Liebe, dass wir, die Bibel zeigt uns die letzten Worte vom Herrn Jesus. Und er hat, das Werk hatte er vollbracht und er hat ihnen alles gesagt. Und dann im letzten Kapitel von Matthäus, Kapitel 28, Vers 17, wo er auferstanden war, und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder in Anbetung. Etliche aber zweifelten. Sie haben alles mit Jesus erlebt. Sie haben all die Wunder erlebt. Sie haben gesehen, dass er vom Tod auferstanden ist. Sie haben all das erfasst mit ihren Sinnen, was wir nur im Glauben sehen. Und die Bibel sagt, und trotzdem zweifelten sie. Die Bibel sagt, die aus der Wüste, in dieser Situation, wo sie Ägypten verlassen haben, all die Wunder gesehen haben, all die Plagen, auf einmal wollten sie ein Götzen haben. Irgendwie zeigt uns Gottes Wort, dass selbst wenn wir diese Erfahrungen würden körperlich haben, irgendwie gibt das uns nicht die Garantie, dass wir im Glauben gehen, sondern es ist der Geist Gottes, der uns führt. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir unsere Hoffnung auf dem Herrn setzen, wenn wir zulassen, dass er, dass Gott uns führt, dass wir in dieser Liebe, in dieser Kraft, in dieser Gnade, in Johannes 1 sagt er Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Vor vielen Jahren, wo Brasilien noch Fußball spielte, wo wir noch Weltmeisterschaft gewannen, da war einer von den Fußballspielern, er hatte dieses Trophäe in seiner Hand und ein Reporter kam zu ihm und sagte, das ist doch das Größte, was es gibt. Er sagt, nein, das Größte, was es gibt, ist das Leben mit Jesus und Menschen zu Jesus zu führen. Denn dieser, mein Trophäe, der hat im Himmel keinen Wert. Das ist nur hier auf Erden. Und unabhängig, wie viele Trophäen wir hier auf Erden sammeln, das Einzige, was zählt, ist das, was Ewigkeitswert hat. Und das ewige Leben in Christus. Und Menschen zu Jesus gewinnen. Das Einzige, was an der Krone zählt, wenn du eines Tages im Himmel bist, ist das, was du für Jesus getan hast. Und ganz besonders Menschen für Jesus gewinnen. Und das ist etwas, was ich merke, wenn Menschen ihre letzten Atemzüge sind, ist etwas, was ihnen sehr viel Schwierigkeit macht, wenn sie Menschen nicht zu Jesus gebracht haben. Irgendwie ist das in unserer geistlichen Welt spürbar, dass wir den Auftrag haben, Menschen zu Jesus zu bringen. Aber wenn wir auf die Situation schauen, wenn wir auf Menschen schauen, wenn wir auf das Erlangen schauen, wenn wir auf die Mentalität schauen, dann werden wir mutlos. Aber wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir zu ihm schauen, wenn wir begeistert sind von ihm, weil unsere Kraft bei ihm ist, wenn wir zulassen, dass sein Wort uns führt, dann schenkt er uns die Kenntnis über diese ganzen Geheimnisse durch sein Wort. Wenn wir auf Jesus schauen, haben wir Freude in seinem Wort, haben wir Liebe in den Wirken, freuen wir uns, im Haus des Herrn zu sein. Und dann auf einmal beginnt etwas in unserem Leben. Auf einmal merken wir den Fokus, den wir haben, in der Gnade, in der Liebe, in der Kraft. Und dann kommt nachher das Ergebnis. Das Ergebnis ist einfach, wo du hinschaust. Wenn du da immer hinschaust in deinem Leben, werden deine Kinder auch da hinschauen. Wenn du immer da hinschaust, wird das Ergebnis deines Lebens auch Werke sein, die mit der Liebe, mit der Gnade Gottes verbunden sind. Es gibt viele Momente in unserem Leben, wo wir vergessen und wo der Feind uns beibringen will, dass wir nicht können, dass wir nicht sind. Die Bibel sagt aber, die auf dem Herrn hoffen. Wenn wir auf Jesus schauen, der uns führt, der uns Gnade. Und wenn wir immer unseren Fokus, unser Navigationssystem korrigieren auf dem Standpunkt Jesu. Dann kommt Kraft, dann kommt Freude, dann kommt Erneuerung. Selbst im letzten Atemzug unseres Lebens wissen wir, dass wir gehören zu ihm, wie Pilger nach Zion.
Unsere Heimat ist Neu-Jerusalem. Er schenkt uns das ewige Leben. In ihm sind wir mehr als Überwinder. Amen. Oh Gloria, oh Gloria, Vater im Himmel, danke. Danke, Herr, für dein wunderbares Wort und dass du uns immer wiederum ermutigst und dass du uns immer wiederum lehrst. Wir danken dir, Herr, dass wir diesen Zugang zu deinem Worte haben, dass dein Heiliger Geist uns dein Wort immer wiederum übersetzt. Herr, wir können dir nur Danke sagen. Herr, dass unsere Augen möchten aufgerichtet sein zu dir. Jesus Christus, der alles vollbracht hat am Kreuz auf Golgatha. Oh, Gloria. Herr, wie sind wir privilegiert, Herr, dass wir in dieser Gnadenzeit leben dürfen, dass wir das Evangelium annehmen durfte, dass es uns gepredigt wurde und dass wir es glauben dürfen. Halleluja, Herr. Ich bete einfach, Herr, dass wir möchten Träger dieser guten Botschaft sein, dass es zu sehen ist, dass wir diese Begegnung mit dir hatten. Herr, dass wir immer dir ähnlicher werden, Herr, dass wir in dieser Freude, in dieser Kraft, in dieser Liebe, in dieser Anbetung mit dir gehen möchten und dass wir gestärkt werden, dass unsere Augen aufgerichtet sind zu dir, Herr. Herr, wir leben in dieser Welt, Herr, und der Feind, der ist oft so laut und kommt so viele Einflüsse, so viele Richtungen, Herr, die uns wollen beeinflussen. Aber Herr, wenn wir unsere Augen aufgerichtet haben zu dir, dann sind wir siegreich, dann bestehen wir, Herr, und dafür danken wir. Danke, Herr, dass wir nicht alleine sind. Danke, Herr, dass du uns beistehst. Danke, dass du uns hilfst, dass du uns befähigst, Herr, dran zu bleiben, festzuhalten. Und dass wir von dieser guten Botschaft weiter sagen, befähige du uns, hilf jeden Einzelnen, Herr. Du kennst, wo Herausforderungen oder Schwierigkeiten sind, Herr, wo wir unseren Blick gesenkt haben. Aber, Herr, wir wollen uns heute neu aufrichten zu dir, Herr, und voller Dank und Anbetung, Herr, bei dir bleiben, Herr, dass du uns befähigst, diesen Weg zu gehen, Herr, und siegreich zu sein, zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Oh, Gloria, Vater im Himmel, wir lieben dich, wir danken dir, Herr, und wir danken, dass du unser Vater bist, der, der alles in der Hand hat, der alles geschaffen hat. Du weißt genau, was auch der heutige Tag uns bringt. Wir legen ihn in deine Hände, Herr, und wir danken dir, dass wir mit dir gehen dürfen, dass wir nicht alleine sind, Herr, und wir dürfen siegreich sein in dir, in Jesu Namen. Amen.